Herzlich willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Heart Gold Soul Silver Soul Link. Ja, im letzten Part haben wir den Champ besiegt und ja, wollen jetzt quasi nach Kanto reisen in diesem Part. Und Professor Lind hat uns oder wollte uns sehen und zu dem gehen wir Oder jetzt war am das besten. Eich oder Lind? Lind meine ich. Also der, den ich Ich immer gehe einfach ein mal bisschen in komisch das. spreche. Ich gehe einfach mal in das. Labor, ja. Der Pedo, ne? Ja, genau. Okay. So, den müssen wir sogar noch ansprechen, unfassbar. Ii. Oh, hallo Daniel. Ich hab dich schon erwartet. Ich hab dich heute zu mir Bitteschön. gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Hier, das ist ein Bootsticket. Damit kannst du auch in Kanto auf Pokémon-Jagd gehen. Oh Mann, ich kann den nicht mehr ernst nehmen. Das Schnellboot für dieses Ticket, was? Für das dieses Ticket gültig ist, liegt im Hafen von Oliviana City ab. Aber das weißt du ja wahrscheinlich besser als ich, Daniel. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid schließlich schon viel zusammengereist. Also dann, wenn du auch Kanto, was? Wenn du nach Kanto gehst, grüße bitte Professor Eich von mir. Oh, tschüss und schnell weg hier. Habe ich überhaupt ein Pokémon, das fliegen kann? Müsstest du, Glaub, oder? ja, mein Parasect kann fliegen. Sehr gut. Dann flattern wir mal auf unseren richtigen Flug-Pokémon. Eine Pflanze Na. und ein Käfer. So ein Pilz, so, ne? Und so ein Warte. Sumo-Ringer. Da ist Oliviana City, okay. Ach Wo nee, auch warte der mal, ich war. Leuchtturm war. Das war Anemonia-City. Warte mal, ich habe mich verflogen. Bist jetzt zu diesem Strand, zu diesem Hawaii-Paradies da gegangen. Ja, und warte, jetzt Okay. kriegt erstmal Parasect wieder, breitet die Flügel aus und fliegt davon. So. Gut, ich bin da. Ja, wollen wir schon zu MS Aqua? Klar. Ja, rein da. Oder ist Oh, auch nee, Eich. der schon wieder. Oh, Lukina Daniel, also irgendwie wirkst du so langsam wirklich wie ein echter Champ. Und als Champ solltest du auch einen neuen angemessenen Pokédex besitzen. Gib mir ihn doch bitte mal eben. Ich rüste ihn für dich mit den Nationaldecks auf. Schlicks. Und einen neuen Nationaldecks bekommen. Ich weiß, es ist nicht leicht, den Nationaldecks zu vervollständigen. Aber ich hoffe, du versuchst es trotzdem. Hoppla, schon so spät. Im Radiosender von Dukatia City wird gleich meine Sendung aufgezeichnet. Und du brichst nun endlich nach Kanto auf, nicht wahr? Ich habe dort in einer Stadt namens Alabastia ein Forschungslabor. Komm doch mal vorbei und lass meinen Blick auf den Pokédex werfen, wenn du in der Nähe bist. Sollten wir auf jeden Fall noch machen, oder? Ich glaube, da kriegt man Nationaldex. Kann das sein? Oder haben Ja. wir den schon? Ne, wir haben den schon. Ja, der hat auch gerade aufgerüstet. Ah ja, stimmt ja. Ja, ich okay. Meine Aufmerksamkeit. Gut. Ich spreche mal hier den komischen Seemann an. Komm Willkommen auf auf unserem unserem Schnellboot. Schnellboot, Achso. der MS Aqua. Hast du dein Ticket? Natürlich. Super, du hast also ein Ticket. Wir legen bald ab, also beeil dich besser. Na los, husch. Husch. Ich speichere kurz mal. Was? Okay, warte mal, mach ich auch. Was heißt so? Husch, husch, los, beeil dich. Ich speichere erstmal. Dauert ja nur 500 Stunden immer bei dir. Okay. Ach so, ist das so? Ja. Sprichst du den nächsten Seemann auch gleich? Okay, kann ich machen. Alles klar, du bist der letzte Passagier, der noch gefehlt hat. Ich habe einen kleinen Sprachfehler. Und das liegt nicht daran, dass der Sprecher einfach dumm ist. Sehr schön. Alter, wie ein Boss haben wir den Seemann einfach weggekickt. Okay, Ach Lorenz. du Scheiße, was ist das jetzt? Ich sage ja nur Pädophile unterwegs. Entschuldigung, ich bin in Eile. Ich bin auf der Suche nach meiner Enkelin, sie ist verschwunden. Wenn du ein kleines Mädchen siehst, dann sag bitte Bescheid. Okay, tschüss. Oh fuck, also ich gehe am besten mal von links nach rechts durch, wa? Also von links nach an. Oh shit. Da ist schon gleich ein Kämpfer. Der alte Sack. Ich habe gerade noch einen Anruf entgegengenommen. Ach so.
Da hat mir irgendjemand erzählen wollen, dass er einen Deoxys gefunden hat. Alles klar. Mhm. Oh, okay, Bronze. Ich habe hier einen bärtigen, fetten Wanderer, der nennt sich Kate. Okay. Mhm. So. Was ist mit dir? Unglaublich. Schläft er einfach. Ich kann ja nur schlafen. Das geht doch nicht. Moment, kann ich da? Ah nee, Pokémon müssten ja geheilt sein. Bronze schon wieder. Leeres Zimmer. Wo bist du gestartet? Also reingegangen? Rechts. Achso, ich bin... Also ich gehe jetzt von links nach rechts an. Achso. Plaudergei. Nee, dann lass mal lieber zu einem Eis-Pokémon wechseln. Ein Pyromant, oder? Nee, ein Feuerspucker. So nennen die sich hier. Ein Cresselia. Aha. Ihh, Cresselia. Genau. Ja gut, aber Level 36, das sollte ja kein Problem sein. Gehe ich einfach in Mert und die Sache ist gegessen. Besonders, wir haben beide einen Mert, ne? Oh Gott, doch nein. Weißt du, du sagst schon Krebsilia. Was macht das Doppelteam? Und Mert. Glaub nicht. So, erstmal hier die Mülleimer durchsuchen. Der Abfalleimer ist leer. Scheiße. Kann ich hier was essen? Nope, kann ich nicht. Aber Knirscher sollte doch... Ich sag einfach gar nichts mehr. Und noch ein Weißnebel. Was braucht so ein Weißnebel nochmal? Genau, das ist ja wie Doppelteam, oder? Ja. Hm. Aber Schattenstoß. Mann, warum kann ich denn heute nicht sprechen? Das ist ja unglaublich. Und es reicht einfach nicht aus. Mann. Mert, du musst echt mal ein bisschen stärker werden hier. Kann ja wohl nicht sein. Gib ein Wahlband. Ah, der alte Sack. Also der alte Sack, der sein Enkelkind sucht, ist oben links. Okay. Hm. Also hier links sind so, Schattenstoß. Und das trifft wieder wunderbar. Irr, Doppelkampf. Was? Was hat der gesagt? Ich keine Ahnung. Pokefan Yo. Yo. Austos, irr. Gewaltro. Was machen wir gegen Gewaltro? Am besten E-Honda, ne? Ja. Wusstest du, dass Austos Kugel irgendwie aussieht wie ein Nebulak? Nee. Oh, schade. Weißt du es jetzt? Finsteraura. Oh, geile Attacke. Eine Attacke vergessen, ja. Wobei, brauche ich Unlicht- und Geistattacken in einem Set? Ja, gut, mein Fußstrahl weg. Eigentlich ist er ein bisschen sinnlos, oder? Ist E-Honda eigentlich elektrobetrieben? Einfach ignorieren, Lukas. Einfach. Ich frage nur, weil du den Namen ausgesucht hast. Oh, wenn du wüsstest. E-Honda ist ein Street Fighter-Kämpfer. Achso. Ich dachte, das ist ein Elektro-Honda. Oh Mann, jetzt bricht dein Weltbild zu sein. Drei Monate nachdem sie mit Pause beendet haben oder so. Jetzt, oh, E-Honda, ach so. Ja, ich kenne doch keine Street Fighter-Charaktere. E-Honda ist ein fetter Sumo-Ringer. Okay. Dann passt's ja. Ja. Geht Finster auch auf beide? Scheiß drauf, Ponyta weg da. So mit O und Sö mit Ö. Ich hol mal Hektine rein. E-Honda. Ist Elektrobetrieb. Ja. Ja, wird doch Sinn machen. Weiß gar nicht, was du hast. Oh, hier ist ein Computer, nice. Ist übrigens auch ein Kombi, haha. Und tschüss, Ponyta. Aber hier sind irgendwie die Trainer wieder so voll schwach, ne? Ja. Die haben nur Level 39 oder so. Bauchtrommel, ja. Ah, hier ist ein ganzes Abteil noch, krass. Quapsel mit Bauchtrommel, das habe ich auch noch nie gesehen. Ich muss
gar nicht, dass das kann. Oh, der alte Sack. Ja, so Quappo eigentlich, aber Quapsel. Das ist ja eine Strategie, die man mit Quappo im Regen fahren kann. So Wassertempo und dann Bauchtrommel. Okay. Aber hier gibt's keine Items, hier gibt's nur dumme Trainer. Selbst in den Mülltonnen? Alles ja. Durchsucht? Ja, hier ist der Feuerspucker. Jetzt sieht der schon so pädophil aus. Oh, Porygon. Porygon. Oh. Siehst du, der hat einfach, der ist schon so hässlich, der löst Grafikbugs bei mir aus. Feuerspucker Dudley, Armaldo. Boah, 36, wie schwach, die werden immer schwächer hier. Was soll er machen, die denn? Wow. Er ist schon Gestein-Pokémon und setzt gegen mein Pflanze-Käfer-Pokémon, was Trockenheit hat, Aquakanne rein. Nice. Der hat auf jeden Fall, und nochmal, der hat auf jeden Fall das Prinzip verstanden. Besonders oh, so, wie blöd muss man denn sein, so sieht man, ach, der Trockenheit, ich setze mal nochmal eine Wasserattacke ein. Aber oh, Trugschlag wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Um Pokémon gut schwächen zu können, aber. Auf Galagladi jetzt so? Ja, aber ich habe halt Zertrümmerer, Tempohieb. Ja, gut. Klinge, brauche ich eigentlich alles. Wobei Zertrümmerer tatsächlich die unnützeste Attacke ist, aber ich muss halt auf irgendeinem Pokémon Zertrümmerer haben, ne? Was hat es noch bei Galagladi? Psychoklinge? Ja, und Schwertanz, aber Schwertanz will ich halt auch nicht verlernen. Ja, Schwertanz Tempohieb ist schon ziemlich geil eigentlich. Ja. Und schon wieder ein Pokémon, auf dem hier Kampf-Pokémon gut sind. Erstmal wieder in den Elektro-Honda gehen. Das Weltbild ist gerade von dir zerstört. Es ist kein Auto, sondern eigentlich ein Sumo-Ringer. Ach so. Und Jim bis Ampharos. Weil Level 42 halt auch schon eigentlich unser Level ist, ne? Also so Underlevels sind die jetzt auch nicht. Ja, das stimmt. Also die sind hier wirklich sehr, sehr schwach. Nee, ich meine, die sind jetzt nicht so underleveled. Achso, das nicht so krass, weil Level 42 geht, finde ich. Ja, aber das ist nur ein einzelnes Pokémon wahrscheinlich, ne? Nee, der hatte davor noch ein anderes. Hier, das ist hier der Wanderer. Der hatte eben einen Level 42 Registeel. Achso. Okay, ja. Okay, ich habe hier nicht wirklich mehr. Also, ich bin dann mit meiner Auskundschaftung schon fertig. Ja? Okay. Ja. Dann. Ich brauche jetzt noch hier ein einziges Zimmer oben. Ach, genau, da ist noch so ein komischer Sack und ein Doppelkampf wahrscheinlich. Ja, aber die sind auch schwach. Die haben auch nur 39. Oder so. Okay. Warum eigentlich mal nicht Sahara nach vorne schicken? Geh mal eine Etage tiefer. Mm-hmm. Was mache ich gegen Meganie? Okay, also hier drin bleiben, Giftbruder und. Eine Etage tiefer ist nicht wirklich viel, also mehr. Okay. Burks, ich bin seekrank. Da kotzt immer jemand in den Eimer. In den Mülleimer. Aber wie gesagt, es müssten insgesamt 8 Trainer sein. Hier auf der MS Aqua. Doppelt gezählt. Ein Kampf, aber 2 Trainer. So, okay. Tschüss Noctu, hallo Flammsch. Besonders, wer benutzt im Schiff Dürre so, also Sonnenlicht? Aber dann kommt man trotzdem nicht auf 8. Also rechts war nur einer. Und jetzt links sind dann, wenn man die Zwillinge zusammenzählt, 4. Das heißt. Unten ist 3 fehlen noch. Okay, unten ist noch einer. Ich bin jetzt erstmal noch nicht weiter, deswegen. Also, der eine kotzt in den Mülleimer, der hat 3 Pokémon. Das, seine Eule brennt. Alter, bist du schwach, Mario. Das geht ja gar nicht. Mario. Ja, dann können wir es eigentlich mal austauschen. Wie gesagt, Hektine macht eigentlich einen guten Job, aber. Wenn Mario wirklich so schwach ist. Also eigentlich ist der Giftler nur ziemlich gut zum. Also gut defensiv, ne? Ja, aber jetzt auch nicht das Defensivste in meinem Team. Also Violet ist halt um einiges defensiver.
Und hat halt bessere Angriffe. Ja, das stimmt. Oh, ein Volltreffer. Mit Flammsturm, nee, mit Feuersturm. Nee, Flammsturm. In der Sonne gegen ein Firnentor. Das arme Firnentor. Das sollte ausreichen, jawohl. Oh, ich wollte doch wechseln. Da war mein Verstand schon wieder schneller als meine Finger. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt mit Lufthansa an die Spitze. Gewissheit. So. Ah, scheiße, Feinheit, stimmt. Ja. Oh, ich sehe gerade, dass eigentlich Sahara und Infektion ein dummes Team zusammen sind. Durch Dürre bekommt Infektion jetzt immer Schaden am Ende jeder Runde. Wegen Trockenheit. Ja gut. Aber ist jetzt nicht wirklich viel, deswegen geht das eigentlich noch. Wow. Die Zwillinge haben Kyogre und Morlord. Geil. Kyogre. Ich würde sagen, Feuerurdum auf Kyogre und Strauchler auf Morlord. Kann Kyogre nicht irgendwie so Eiseskälte oder sowas? Das wäre halt echt scheiße. Zum Glück nur Eisstrahl. Ah, aber okay. Auf Latios natürlich auch nicht so geil. Okay. Das hat ein bisschen mehr gemacht als gedacht. Und Feuerurdum um einiges weniger als gedacht. Ja, Strauchler sollte auf Kyogre ja auch sehr viel machen, oder? Oh ja. Alter, 220 HP schon. Holy shit. So, was ist ein... Ja, hier, E-Honda. Oh, holy shit, okay. Ich war gerade unten und hab einen Seemann gesagt, so, oh ja, mein Kollege ist weg. Und dann habe ich diesen schlafenden Seemann geweckt und der ist jetzt übelst aggro und greift mich einfach an. Als ob das Kyogre Lehmbrühe hat. Es ist halt wie geschaffen für einen Doppelkampf. Ja. Okay, es reicht aus. Wow. Das hat mir echt ein bisschen Probleme gemacht. Ist halt ein fucking Kyogre. So, tschüss Celebi. Celery. Okay, dann nochmal ganz kurz hier ins fremde Bett legen. Ach, das geht hier gar nicht. Och man. Geht nicht, ne? Ja doch, manche Betten gehen tatsächlich. So. Also in den leeren Zimmern kannst du in die Betten hüpfen. Na wahrscheinlich, weil da keiner gerade da ist und du abschließen kannst oder so. Ja. Also hier. Apropos Morabel, da habe ich auch gerade eins hier. Es setzt erstmal ein Lehmbrühe ein und heilt mich. Dankeschön. Ja, hier geht's wahrscheinlich auch nicht hin. Dann ist es tatsächlich nur ein Zimmer, wahrscheinlich dein Zimmer dann. Wo du immer Nickerchen machen kannst. Wahrscheinlich, ja. Schluppuck. Hm. Also keine Herausforderung für mein Team hier. Übrigens, wie gesagt, unten ist dann so ein Seemann, der verlangt seinen schlafenden Kollegen oder so. Ich hab den da oben geweckt, jetzt ist der übelst aggro. Oh, warum sieht ein Schluppuck eigentlich so niedlich aus? So ein kleines Häuflein Elend. So, Matrose besiegt. Weiter geht's. Was ist denn da für ein Müllwühler? Ja, das ist der, der kotzen muss. Ach so. Der ist seekrank. Ein Raupi, nice. So gefährlich. Holy fuck, Alter, ich hab hier nur komische Matrosen. Matrose Antoinette? Was ist das denn für ein Name? Besonders, die kommen hier bei mir nur mit Käfer-Pokémon an und ich habe mein Panferno draußen.
Ja gut, kannst du alles schön wegburnen. Das oh, Porygon Z, mein starkes Pokémon, nice. Aber ich habe trotzdem mein Panferno draußen. Ist das nicht langsam ein bisschen overlevelt? Nö, 44. Also das ist genauso stark wie meine anderen. Nasignit. Wie sich immer in den Kopf hält. Wie so ein Enton. Wie so ein Enton. Vielleicht ist es ja ein Enton in so einer hier Osterinsel-Rüstung oder so. Ein antikes Enton. Ja, natürlich. Schon ein bisschen versteinert. Oh, jetzt ruft mich ja so ein Typ an, ich will nicht. So, mach ich mal Hektine nach vorne. Ich weiß jetzt nicht, du hängst mit den Kämpfen nur ein bisschen hinterher, oder? Ja. Hier ist eine Picknickerin, soll ich die mal ansprechen? Ah, mir ist langweilig, willst du kämpfen? Besonders so eine Picknickerin macht erstmal ein Picknick neben so einem Riesengenerator. Geil. Und hat ein Mew, natürlich. Aerodactyl. Krafttausch? Was ist Krafttausch? Also hat es gerade nichts gebracht. Okay. Oh, ein Mew mit Metronom. Ich hoffe, es kommt kein Hornbohrer oder irgendwie sowas. Ich habe tatsächlich die Unlichtattacke schon gefürchtet und da kam sie tatsächlich, aber zum Glück nicht besonders stark. Also langsam werden die Pokémon echt ein bisschen gefährlicher von den Gegnern. Na, wenn es ein OP-Pokémon ist, natürlich reißt es nicht aus. Oh oh. Oh oh, okay, das sollte nicht ausreichen. Und Tschüssikowski Mew. Übrigens, ich habe ja auf meinen Keifel Kaskade. Ich stelle mir das gerade durch. So, also ich stehe jetzt hier vor einer Treppe, wo wir, denke ich, weiter müssen dann, aber ich warte einfach auf dich hier. Was? Hey, du. Hä? Wo ist denn der Matrose, den man suchen muss? Also das erste Zimmer rechts unten, wo wir reingekommen sind. Der schläft doch da so. Ah, oben meinst du? Also in der oberen Etage und dann das erste Zimmer rechts. Okay. Auf der unteren Seite so gesehen. Stimmt ja, da faulenzt ja einer. Wer war denn eigentlich mit Sahara in einem Team? War das nicht sogar Latios? War das nicht hier so richtig? Achso. Gengar und Latios. Warte, ich geh mal ganz kurz das Team durch. Luxtra ist es nicht, Giflor ist es nicht, nee. Wailord ist es nicht. Und Galagladius nicht. Was hast du denn noch im Team? Hariyama, natürlich Hariyama. Was? Hariyama, echt? Hariyama und Groudon, ja, das haben wir beides in der Siegestraße. Krass. Das ist echt ein gutes Team. Nee, da will ich eigentlich nicht drin bleiben, oder? Ach komm, das ist nur ein Sneebel, was? Nee. Sneebel? Nee. Ja, Sneebel gegen Lufthansa. Ist nur ein Sneebel. Beide Typen sind stark gegen die. Ist nur ein Sneebel. Ja, es ist halt echt nur ein Sneebel. So stark ist es jetzt auch nicht. Und es macht nur einen Schlitzer, weißt du? Achso. Hätte ich dann easy getankt. Da kannst du ja aufschlitzen. Sollte dreimal treffen? Ja. Besonders der Matrose gibt dir halt einfach nichts. Also es bringt eigentlich nichts, den zu retten irgendwie, oder? Ja, aber du kannst ja dahinter, oder? Nö, das konntest du, glaube ich, vorher auch schon. Nee. Ach so? Nee, du konntest da nicht durch. Oh. Hier ist ein Notfallknopf. Nope.
Da ist ja noch eine komische Picknickerin, aber ich glaube, die kann man auslassen. Warte mal, war hier drüben noch was? Nö, hier war nichts mehr. Oh, Verfolgung. Bringt's ja voll. So. Also ich hab dann schon mal abgeschaut. Oh, du wartest jetzt die ganze Zeit, oder was? Ich warte, ja. Ich habe mich hier nochmal umgeschaut in der untersten Etage, aber hier ist wirklich nichts mehr. Also wir müssen dann, denke ich, da nur die Treppe nach oben. Bis dann, dass ich habe Wahlband auf meinen, auf Hektine unter Wunschtrauben drauf. Auf, wie kam ich da drauf? Wahrscheinlich dachtest du, oh, ein Granbull, da muss auf jeden Fall Wahlband drauf. Naja, wohl eher, da muss auf jeden Fall Wunschtraum drauf. Ach so. Ja, er weiß vielleicht für die schnelle Heilung zwischendurch. Ja, schlecht ist es ja nicht. Wir hatten eigentlich die wenigsten Verteidigungspunkte bei mir. Gengar. Eindeutig. Ja, also ich glaube, ich hatte schon mal. Hatte ich das nicht gegen dich gespielt? Ein Choice Scarf. Hier, wie heißt es gleich Silvian? Noch? Silvian, genau, mit Wunschtraum. Ja, daran kann ich mich erinnern. Oh Mann, ey, GPL Season 3 Feeling. Dann crittet mich das Ding auch noch weg. Ja, verdient. Natürlich. Alter, ich sehe so, mein zweitbestes Verteidigungsmon ist so Parasek in der Verteidigung oder sag schon, Keifel mit 94 und dann so Graudon 140. Das geht durch. Okay, Surfer, go. Weil ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob jetzt ein Step Surfer oder halt jetzt gegen Hippoterus zum Beispiel ein Strauchler besser wäre, weil Strauchler wird ja auch noch hier durch Wundersaat dann geboostet. Ich glaube Strauchler. Kann das nicht irgendwie eine Stärke von 200 haben oder so? War das nee, ich glaube maximal 120. Ja? Ich meine schon. Hat das nicht eine Grundstärke? Hat das nicht sogar eine Grundstärke von 120 und variiert dann je nachdem, wie leicht das Pokémon ist? Nee, es hat eine variable Stärke. Okay. Nee, ich weiß gerade nicht mehr genau. Irgendwo habe ich 120 gesehen. War das auch bei Showdown? Showdown? So. Aber 120 könnte passen. Mit Strauchler. An sich ist es wirklich keine schlechte Attacke. Nee, wird ja auch oft gespielt, competitive. Es hat halt meistens irgendwie dann so eine Stärke von mindestens 80, wenn man es richtig spielt. Also vergleichbar mit sowas hier wie Samenbomben oder so, aber halt für so spezielle Fälle wie zum Beispiel so ein Stardust oder so macht doch noch relativ gut Schaden. Wo bist denn du eigentlich gerade? Ich bin unten bei dem Generator und stehe vor der Leiter. Ah, okay, ich bin die Leiter schon hochgelaufen. So. Aber oben ist jetzt nicht viel, da ist nur eine Tür, da könnte man halt reingehen, aber das machen wir dann am besten im nächsten Part, oder? Ja, ich stelle mich einfach schon mal vor. Wir sind schon bei 30 Minuten. Ja. Gut, dann speichere ich nochmal. Alles klar, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Mhm. Da werden wir dann hoffentlich die MS Aqua verlassen und ja, werden uns dann in Orania City wiederfinden. Oder? So hieß das doch. Ich glaube, Orania City. Genau. Bis dann und ciao, Leute. Haut rein.